Hallöchen, liebe Freunde von weiteren Anime-Folgen und willkommen zur Woche 6 des SAO Alicization War of Underworld Reviews mit eurem Metzel. Die dürfen das Ding echt nicht länger benennen, sonst wird das Intro immer länger. Ja, es ist die sechste Woche. Ich konnte mir nun endlich den Anime angucken, einen Tag später als gehofft, weil ich gestern einfach todmüde war. Und ja, es ist eine bombastische Schlacht, die nun beginnt, über die wir natürlich reden wollen und über die ich gerne eure Meinung in den Kommentaren hören möchte. Doch bevor das Ganze losgeht, hier wieder unsere beiden Regeln. Erstens, massive Spoilerwarnung für SAO Alicization War of Underworld Folge 6. Ich werde den Inhalt dieser Folge preisgeben, werde darüber reden, meine ungefragte Meinung kundtun, was ich so gut kann, und euch um eure Meinung bitten. Wenn ihr das nicht hören wollt, also sowohl den Spoiler als auch das Meinung fragen, dann bitte klickt dieses Video doch jetzt weg, tut euch selber den Gefallen und lasst mich mit nichts dastehen. Und Regel Nummer 2, ich habe weiterhin keinerlei Vorwissen, was bei SAO Alicization noch so alles passieren wird. Ich lasse mich sehr gerne überraschen und jetzt schauen wir doch erst einmal, was diese Woche so alles passiert ist. Ja, Folge 6, der Kampf der Ritter, beginnt genau da, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind, nämlich beim Fall des großen Tores, was das Finsterreich vom Menschenreich trennt. Es werden noch einmal alle Integrationsritter schön gezeigt, unter anderem auch zwei neue, die wir noch nicht kennen. Auf einen zumindest davon gehen wir gleich noch ein. Und es werden nochmal alle Flanken des Finsterreiches gezeigt, alle Anführer. Und dann ist letztendlich soweit der Final Load Test, die letzte Belastungsprobe für Underworld beginnt, für das Menschenreich letztendlich. Ja, das Tor zerplatzt mit einem äußerst effektiven Buff, auf Deutsch gesagt. Und unsere beiden Volkshelden von der gegnerischen Front denken sich, boah, hier, ey, scheiß auf die KI. Das Spektakel hier, das schlägt echt jeden Hollywood-Film. Wir sollten uns einfach die Grafik anstatt die KI holen, mit einem guten Tontechniker dabei, da wären wir ratzfatz Millionäre. Da sagt der gute Vector, aber der große König, nee, das hier kann man nicht filmen, das sieht man nur, wenn man das STL auf hat, das hier sind keine Pixel in dem Sinne, das ist noch so ein kleiner Bonus dafür, dass man divet. Das Tor zerplatzt also und der Großkönig gibt den Angriff, den Befehl zum Angriff los, schlachtet alle Menschen ab, raubt und plündert, tut, was ihr wollt. Gut. Die Vorhut des Finsterreises stürmt also los, also die Goblins, beide Fraktionen, sowohl die Flachland als auch die Berggoblins und die Riesen. Sie marschieren also munter auf die Integrationsritter los. Und den ersten Integrationsritter, den sie begegnen, ist schön in der Mitte. Die erste Einheit ist der gute Däuselbert. Däuselbert war der rote Integrationsritter mit dem Feuerbogen und der legt auch gerade richtig krass los. Denn er zieht erstmal 4 Pfeile, setzt seinen Bogen in Brand, also er tut letztendlich die Kräfte seiner Waffe tut er wecken, was wir ja aus der ersten Staffel von SAO Alicization kennen, und feuert drauf los. Ja, das sind aber keine einfachen Pfeile, was dann da geflogen kommen. Das ist wie wenn einer mit einem Hochgeschwindigkeitsprojektil in der Größe auf euch feuern würde. Dementsprechend zersiebt er erstmal voll die Goblin rein. Also richtig blah. So, die zweite Front, nämlich die Riesen, machen sich derweil auf den Weg zur nächsten Einheit, wo Fanatio vorne steht, die Vizekommandantin mit ihrem Laserschwert. Ja, Laserschwert. Ja, sie sammelt ihr Laserschwert, feuert damit, sie hat nämlich den Anführer der Riesen gefunden, feuert drauf los, er kann im letzten Moment noch ausweichen, sein Ohr wird aber dabei verbrannt. Und ja, der Riese vor ihm ist durchlöchert, der hinter ihm hat keinen Kopf mehr, der dahinter ist durchlöchert. Und dann liegt er da erstmal und denkt sich, oh, scheiße. Dann das nächste, was da angerannt kommt, ist dann die Gruppe der Berggoblins. Die stürmt nämlich auf Eldrie zu. Aber bevor wir dahin kommen, sehen wir nochmal ein bisschen die Nachhut, unter anderem die beiden Mädels, die Kirito und Yuji seinerzeit im Treppenhaus begegnet sind, also die Anwärter für die Integrationsritter, die überlegen noch so, ja hier, die haben es ja Mods drauf hier, gerade Eldrie, der macht sie alle platt.
Und auch die Vizekommandantin, die hat's voll drauf, die Alte. Aber ich habe ein bisschen Sorge um unsere Flanke, denn Eltri ist vorne, der ist zwar auch stark, aber hat als Ritter noch nicht viel Ahnung, weil er noch nicht lange dabei ist. Und dahinter ist wahrscheinlich die größte Pfeife des ganzen Haufens, nämlich Renly, einer der neuen Integrationsritter, die wir nun kennengelernt haben. Und die beiden denken sich, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Moment mal, hinter denen ist doch dann die Nachhut. Und bei den Nachhut ist auch der Kirito. Also letztendlich dieser Verräter, dieser Aufwiegler. Die beiden grinsen sich an und verpissen sich. Also irgendwas planen die, das wird merkwürdig. Auf jeden Fall, wie gesagt, stimmen die Goblins auf Eldrin zu. Doch bevor sie ihn erreichen, werfen sie Bomben zum Integrationsritter und seiner Einheit, was sich als Rauchbomben herausstellt. Die Goblins gehen auf allen Vieren und laufen durch den Rauch durch zur nächsten Einheit hin. Einer der Ritter will zuschlagen, aber Eldrin sagt, nein, in diesem Rauch schlag nicht zu, du wirst noch Kameraden verletzen. Also sprich, die Goblins können schon mal ungehindert an Eldris Einheit vorbei. Der Kerl ist absolut nutzlos an diesem Punkt. Die Einheit dahinter muss sofort benachrichtigt werden, was die Einheit von Renly ist. So, die Bote kommt an. Hier, wo ist Renly? Und die Einheit, ja, das ist eine gute Frage, der hat eben das Weite gesucht. Sehr gut, der erste Integrationsritter hat sich schon mal verkrümelt. Ist ein recht junger Mann gewesen. Ist wahrscheinlich sein allererster Kampf. Und sein allererster Kampf überhaupt, hat man so das Gefühl, er hat sich erstmal großzügig verpisst. Sehr schön. So, kommen wir wieder zurück zu den Riesen, zum Häuptling der Riesen. Der schaut sich total entsetzt um, schaut auf Fanatio und denkt sich, das kann nicht sein, ein Mensch bringt mich dazu, Angst zu haben, zu zittern, das darf nicht sein. Und diesen Widerspruch mit seinem Charakter sorgt wieder dafür, dass er ein Flakleid durchdreht. Er bekommt einen Fehlercode und fängt nur noch an zu glitschen. Wortwörtlich. Sein Lightcube dreht darauf auch vollkommen durch. Er fängt an, seine eigenen Leute abzumetzeln. Metzel? Und rennt Richtung Fanatio. Er will sie einfach nur noch töten. In der Regel hätte Fanatio ihn auch ganz einfach platt gemacht. Aber sein Lightcube schafft es irgendwie, den Lightcube von Fanatio anzugreifen. Sie ist also selber wie erstarrt plötzlich vor diesem Monster, was vor ihr steht. Er schlägt mit seinem riesigen Steinhammer zu, doch bevor er sie trifft, springt einer von ihren Leibwächterinnen. Die hat ja vier Leibwächterinnen dabei, wie wir auch im Kampf gegen Kirito und Yuzo gesehen hatten. Diese fängt diesen Schlag auf. Erst wird ihr Schwert zerstört, dann will sie es mit den Händen aufhalten. Aber die Wucht ist zu stark für ihre Hände, ihre Arme werden zertrümmert, sie will es mit dem Kopf aufhalten. Das hält der Rest vom Körper nicht aus, die Beine werden zertrümmert, die Rüstung zertrümmert. Aber letztendlich schafft sie es dann noch, durch die letzte Kraft, die sie hat, den Riesen von sich wegzustoßen. Und die anderen drei Leibwächterinnen von Fanatio gehen dann los und beschäftigen den Häuptling. Während Fanatio über ihre Gefolgsfrau, über dem gefolgsjungen Mädchen, was sie auch war, liegt und darüber trauert, sie wollte sie sofort heilen. Das Mädchen sagt auch, meine Achtung vor ihnen wird euch immer begleiten. Und stirbt in den Armen von Fanatio. Man hat es noch nicht lang gesehen, dieses Mädchen, aber ich fand, das war schon eine recht krasse Szene. Vor allen Dingen diese Aufopferung, in den Schlagwitsch reinzuspringen. Und dann stirbt sie da einfach. Ja, man kann einfach sagen, das war ein Besatzungsstatist auf der Enterprise, ist halt einfach gestorben. Aber nee, ich fand, die Stelle hat was. Vor allen Dingen das Weinen von Fanatio, weil sie halt einfach diesem Mädchen so nachtrauert nun. Und dann denkt sie sich, boah, ey, Alter, du bist so fällig. Der Anführer der Riesen springt daraufhin wieder auf Fanatio zu. Sie zückt ihr Laserschwert, fährt es ewig lang auf und während er noch in der Luft ist, schlägt sie einmal mit dem Schwert zu und durchtrennt ihn komplett. Ja, also Stein, Fleisch, alles, keiner hält dieses Schwert auf. Es ist ja immerhin das heilige Licht, aus dem dieses Schwert, das gebündelte heilige Licht, was dieses Schwert geformt hat. Und die Riesen sind erstmal, yo, oh shit, wir haben keinen Anführer mehr. Kommen wir wieder zurück zur anderen Einheit, nämlich zu Deuselberg. Deuselberg hat mittlerweile seine ganzen Pfeile aufgebraucht. Und der Goblin-Chef, der Anführer der Flachland-Goblins, weil die anderen sind ja bei Eldrin durchgerannt, sagt, wunderbar, endlich hast du keine Pfeile mehr, jetzt machen wir dich platt. Deuselberg zieht aber ein Schwert und schafft es nochmal, zwei, drei Leute des Goblin-Anführers platt zu machen, bevor er von anderen zu Boden gedrückt wird. Seine Beine werden festgehalten und der Goblin-Chef denkt so, jetzt bist du endlich fertig. Will zuschlagen, aber einer von Deuselbergs Gefolgsleuten will ihm helfen, wird selber zu Boden geschlagen,
der Goblin-Chef hat seine Aufmerksamkeit nun auf den Gefolgsmann gerichtet, will zuhauen, doch Däuselberg hat nun auch so Angst, sag ich mal, um seinen Kamerad, hat so eine Wut im Bauch, ja, dass er wieder seine, die Macht seines Bogens aktiviert und nimmt einfach sein eigenes Schwert als Pfeil. Er lädt diesen Pfeil komplett auf, dieses Schwert, die Flammen um ihn herum verbrennen die Goblins, die ihn versucht haben festzuhalten. Er lässt das Schwert fliegen mit all seiner Kraft. Der Goblin versucht es natürlich aufzuhalten, der Chef. Aber ja, nee, schlechte Idee. Wird komplett, ich kann pulverisiert, trifft gar nicht, vaporisiert wird. Der verpufft einfach mit allem, was er hat. Genauso wie sämtliche anderen Goblins, die irgendwie in der Reichweite dieses Schwertes waren. Also, erste Bilanz aus dem Vorhutangriff. Die Riesen haben keinen Anführer mehr. Die Flachland-Goblins haben keinen Anführer mehr und sind sehr, sehr stark dezimiert. Und die Berggoblins, die sind durchgerannt. Genau das Ganze wird nun auch unserem lieben Anführer, dem Berkuli, berichtet. Unterdessen, und auch gleichzeitig noch, dass bisher keine einzige Flugeinheit des Feindes gesichtet wurde. In der Luft aber dagegen kreist jemand anderes, nämlich die gute Alice, auf ihrem Drachen und schaut sich das ganze Spektakel an. Und als es so langsam dunkel wird, fangen alle Dahingesiechten an zu leuchten und geben Partikel von sich. Wenn man in SAO hätte gesagt, ja, die Todesanimation setzt ein, aber das gibt es ja in dieser Welt nicht. Sie geben also Partikel von sich, diese fängt Alice auf und formt aus ihr eine riesige leuchtende Kugel erst und die wird letztendlich von einer, ich sag mal, silbrigen Schicht überzogen. Sie erzeugt also eine riesige Sphäre, ich weiß nicht, ob man sagen kann, aus Lebensenergie. Ich hab noch keine Ahnung, was das sein könnte. Auf jeden Fall sieht man in, bei einem kleinen Wechsel der Szene nochmals ganz weit hinten das Lager des Versorgungs, also das Versorgungsdepot, in dem hat sich in einem Regal hinter einer Kiste der gute Renly versteckt und zittert vor Angst. Und das war dann auch soweit schon die erste Folge dieser Auseinandersetzung. Das sind jetzt ein paar Fragen, die mir aufkommen. Erstens, was haben die beiden Mädels schon wieder vor? Die berichten im einen Moment noch davon, Moment mal, da hinten ist doch der Verräter Kirito. Und man sieht dann zu ihm hin, ich weiß es nicht, wollen sie ihren Job beenden? Den sie von Admin bekommen haben, wollen sie jetzt den Verräter wirklich kalt machen? Ich meine, Kirito ist Moose, ja. Und ich denke mir, Thies und Ronje werden die beiden nicht aufhalten können. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Aber wird sich hoffentlich in der nächsten Folge zeigen, was diese beiden dann schon wieder vorhaben. Dann Eldri ist ja sowieso total nutzlos gewesen, ob der noch was zustande bekommt. Ob er die zweite Einheit hinter sich, ob er die beschützen kann an der Flanke. Mit seiner mega Schlangenpeitsche, die er hat. Und natürlich, was mit Renly, der Pfeife, ist ein Integrationsritter, lässt seine gesamte Einheit im Stich, um sich irgendwo zu verstecken. Also da denke ich mir doch ganz ehrlich, wenn der so ein feiges Huhn ist, warum ist er dann überhaupt Integrationsritter geworden? Oder wie? Oder ist der erst Integrationsritter geworden, nachdem Admin tot war? Und er hat halt nicht diese Kaltblütigkeit bekommen? Keine Ahnung. Was denkt ihr denn? Was haben die beiden Mädels vor? Und was ist mit Renly? Ja, ich kann mir nicht erklären. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Der ist für mich unbegreiflich. Ja, ich hoffe, in der nächsten Folge sehen wir dann mehr. Wir haben jetzt sehr viel auf der Menschenreichseite gesehen. Möglicherweise sehen wir dann mehr auf der Finsterreichseite, was da abgeht. An dieser Stelle sage ich aber mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, danke, dass ihr wieder reingeschaut habt. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich lese sie immer sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, dass ich dem auch gerecht werde. Keine Ahnung, was ich gerade sage. Ich habe gerade zu viel im Kopf. Ist auch egal. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, beim nächsten Video, beim nächsten Hörspiel, was auch kommt. Und ja, einige haben schon gefragt, ob ich vielleicht von SAO noch ein bisschen was machen könnte. Zum Beispiel das Orden des Gale zu einem einzigen Video zusammen mache. Ja, ich mache es noch. Ich werde es die Woche machen. Lade es auch hoch. Dann habt ihr auch den Film an einem Stück und nicht in zwei geteilt. Und ich werde nach Möglichkeit auch wieder mein Upload-Schema von den Hörspielfolgen von GGO erhöhen. Hoffentlich auf zwei die Woche, wenn ich es denn schaffe. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann in der nächsten Woche. Selber Ort, nicht selbe Uhrzeit, aber im gleichen Format, nämlich das Review von War of Underworld. Bis dahin, liebe Freunde, macht's gut. Tschüss.